Ängstlichen, Weg der Verzweifelten, aber immer auch ein Weg des Beistandes, ein Weg Begleitung und Orientierung. So rufen wir zu ihm die Kyrie. Denn du hast meine Kirche durch Lebenskraft.
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Sagte er zu ihnen: Was seid ihr so gestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er fügte, er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Wir sind Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christlichen Glauben zu verbessern, zu verunsichern.
denken wir auch an die Geschichte, gleich führst du also all dem, was sozusagen auch die Gottheit Jesu Christi zurückdrängte, sein Menschsein in den Vordergrund rückte. Und darum ging es in Kaiserin Helena sozusagen auch darum, auch Zeugnisse zu finden, wenn auch keine Zeugen mehr, die das Leiden des Herrn auch noch einmal untermauern. Und so fand sie jenen Ort seiner Kreuzigung, seines Todes, Golgatha genannt, und in der Nähe auch das Grab, weshalb die Kirche über diesen Zeugnissen des Glaubens auch die Grabeskirche heute steht und darin auch eine Höhle, in der sich diese Reliquien, diese Überbleibsel der Passion des Herrn wiederfanden. Natürlich haben die ersten Christen, die ja in ihrem Erleben auch Zeugen dieses Ereignisses, nicht nur des irdischen Lebens, sondern auch seiner Auferstehung werden durften, all das bewahrt und gesichert und versteckt, was in irgendeiner Weise mit dem irdischen Leben Jesu in Verbindung stand. Darunter eben sein ungenähtes Gewand, das der Evangelist Johannes ja ausdrücklich und sehr ausführlich in seinem Evangelium sogar benennt, dass die Kirchenväter immer auch als ein Symbol für die Einheit des Leibes Christi der Kirche gedeutet haben. Das, wie es dort damals durchaus auch an anderen Orten üblich war, ohne Naht gelegt worden ist. Die Tradition, die ja auch wesentlich zu unserem Glaubensgut dazugehört, fügt es an, dass die Gottesmutter selber dieses Gewand gelebt hat. Eine Ikone, die bei der großen Wallfahrt 2012 in der Rundumkirche vom Domkapitel in Auftrag gegeben und dort angebracht worden ist, von der wir eine Kopie hier vorne sehen, bringt das noch einmal zum Ausdruck. Das Gewand Jesu, wie es in den Evangelien immer wieder auch geschildert wird, wo es Bedeutung gewinnt, bei den Berührungen seines Kleides wurde die blutflüssige Frau geheilt, aber auch das Ablegen des Gewandes bei der Taufe im Jordan ist festgehalten. Aber auch eben jenes Bild der Tradition, das sagt, dass die Gottesmutter dieses Gewand des Herrn aus den Resten der Fäden und den Gespinsten gewebt hat, das für den Tempelvorhang zunächst nur hier hergestellt worden ist. Der Tempelvorhang, der ja, wie wir wissen, im Augenblick des Todes des Herrn mitten in zwei getrennt worden ist, auch als Zeichen dafür, dass durch den Tod die Auferstehung Jesu der Zugang zum Paradies, zum Allerheiligsten, gleichsam wieder geöffnet ist, dass eben Gott sich mit uns Menschen in Eins gegeben hat, dass wir wieder einen Raum haben, wo wir mit Gott in eine tiefe innere Beziehung eintreten können durch seinen Sohn Jesus Christus, der nicht nur menschliche Natur angenommen hat, der nicht nur unsere Kleider getragen hat, sondern der sich uns selber sogar zur Speise gibt in der Eucharistie, der uns als eine unmittelbare Beziehung zu sich ermöglicht. Der Gott, den das Volk Israel zunächst nur durch die Gebote erkennen konnte und verehrte, die ja traditionell auch, zumindest solange die Bundeslade nicht gestohlen und als verloren galt, und ihr aufbewahrt und im Allerheiligsten ihren Platz hatte. Aber eben auch das Manna, das Brot, das der Herr dem Volk Israel einst zur Speise gab und vieles andere, was an die Wüstenwanderung des Volkes Israel erinnerte, hatte seinen Platz in dieser Bundeslade. Und nun wird sozusagen durch das Gewand Jesu eine Beziehung hergestellt zwischen altem und neuem Bund. Jesus Christus ist der das Geschlossene wieder öffnet, damit wir durch ihn einen Zugang haben zum Vater. Und das Evangelium dieses Sonntages berichtet uns ja von den großen Zweifeln und auch den Unsicherheiten, die sich selbst im Apostelkollegium wiederfindet. Wir alle kennen diese wunderbare Geschichte der Emmausjünger. Das Evangelium heute schließt sich unmittelbar daran an. Diese beiden Jünger, die Jesus erkennen beim Brechen des Brotes, die Eucharistie mit ihm feiern und dann plötzlich erleben, ihnen die Augen aufgehen, es ist der Herr. Dann sehen sie ihn nicht mehr, sie machen sich auf den Weg, sie gehen zurück nach Jerusalem, um dieses große
das Wort des Friedens zuspricht. Der Friede sei mit euch. Sie aber sind überwältigt. Sie, ja, das heißt ausdrücklich, haben große Angst, meinen ein Gespenst zu sehen. Immer wieder, das ist ja das, was wir in unserem Leben auch kennen, werden wir hin und her geworfen in unseren Gefühlen, in unseren Erfahrungen, in unserem Glauben an diesen Auferstandenen. Ist er wirklich da? Ist er wirklich gegenwärtig? Ist er wirklich präsent? Und da haben mich vielleicht doch direkt die Zweifel und unsicher machen wollen. Und Jesus muss immer wieder neu anfangen, Vertrauen zu gewinnen bei seinen Apostel. Und obwohl sie dann wieder ängstlich sind und ihnen den Frieden zuspricht, sagt er ihnen: Habt keine Angst, ich bin kein Gespenst, ich bin kein Geist, ja, ich habe Fleisch und Knochen. Kein Jens, kein Gespenst, kein Geist, keine Vision, kein Problem, kein Fleisch und Knochen, sondern ich bin wirklich mit meiner ganzen Existenz, mit Gottheit und Menschheit, Leib und Seele, ganz gegenwärtig da. Ihr könnt mich berühren, ihr könnt mich anfassen. Und dann heißt es, sie staunen zwar, konnten das aber immer noch nicht fassen und glauben. Dann ist er auch noch ein Stück gebratener Fisch. Auch da nochmal ein Schritt des Herrn auf die zweifelnden Jünger, auf die zweifelnden Apostel zu. Zeuge sein heißt, solche Erfahrungen zu machen im Leben. Ich denke, das ist auch uns nicht verschlossen. Auch wir dürfen immer wieder solche Erfahrungen des Glaubens machen, aber wir dürfen auch unsere Unsicherheit, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste in den Raum stellen und auch sie haben ihren Platz. Aber wir sollen uns immer wieder vom Auferstandenen her ermutigen lassen und einladen lassen. Vor allen Dingen auch mit der Frage, die Menschheit ja von Anfang bis zum Ende beschäftigen wird, die Frage nach dem Leid. Warum lässt Gott das oder jenes zu in meinem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt? Das ist ja die Frage schlechthin, die sogenannte DBC-Frage, die Frage nach dem Leid. Und auch hier gibt Jesus in der Bibel dieses Sonntages, wie ich finde, eine gute Antwort. Er öffnet ihnen das Augen für das Verständnis der Schrift, heißt es. Und sagt dann, in der Schrift steht auch der Messias, also der von euch erwartete Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes, wird leiden, aber am dritten Tage von den Toten auferstehen. Warum all das? Damit eure Sünden vergeben werden. Damit ihr wieder eine Beziehung zu Gott habt. Damit das Verschlossene, was vielleicht durch den Tempel, durch den Vorhang des Allerheiligsten symbolisiert ist, aufgestoßen wird. Damit ihr wieder einen Zugang habt in die Beziehung zu Gott, die vorher durch die Sünde eben verschlossen ist. Und das meint auch Johannes, wenn er im Abschnitt der Lesung, im zweiten dieses Sonntages, uns noch einmal daran erinnert, dass Jesus Christus gekommen ist zur Sühne für unsere Sünden. Dass wir also auch da nie Angst zu haben brauchen, wenn wir denn uns auch als Sünder begreifen und verstehen. Er sagt, er habe keine Sünde, sagt Johannes, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir uns aber unserer Sündhaftigkeit, unserer Erlösungsbedürftigkeit bewusst sind, wenn wir uns bemühen, die Gebote Gottes zu erhalten, mit denen er ja auch in seinem Volk gegenwärtig sein will, wenn wir uns bemühen, um die notwendige Liebe und die Beziehung zu ihm, sie im Einklang zu halten, dann ist die Wahrheit in uns, dann stehen wir in seinem Wort, dann ist Gottes Liebe, so sagt er, wahr für uns vollendet. Und wir haben das, was uns dann nicht gelungen ist, das, was uns schiefgegangen ist, einen Beistand von meinem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, die Sühne für unsere Sünde ist, nicht nur für unsere, sondern für die aller Menschen, aller Zeiten, für die der ganzen Welt. Und das ist der Auftrag der Kirche auch für unsere Zeit heute, wenn wir eine diakonische, eine missionarische Kirche sein sollen, dann in dem Sinne, dass wir den Menschen diese Botschaft bringen, dass wir ihnen Diener der Freude sein sollen, in dem Sinne, dass wir sagen, steh zu deinen Sünden, steh zu deinem Leben, ganz gleich, was auch sein mag, mach das nicht mit dir aus, du musst dich damit nicht quälen, sondern du kannst es für Gott ausbreiten und hast in Jesus Christus einen Beistand, mein Vater. Das ist die Einladung, die der Herr immer wieder an uns richtet und uns zuspricht. Für die er Mensch geworden ist, unsere menschliche Natur angelegt hat, für die das Gewand der Tunika Christi
Wirken des Heiligen Geistes, der ja uns die Sünde nachlässt, so wie wir es im Evangelium des vergangenen Sonntags gehört haben, empfangt den Heiligen Geist, der die Sünden vergibt, sind sie vergeben, und wir sie erhaltet, und sind sie erhalten. Und so, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir immer wieder dieses tiefe Geheimnis des Glaubens in uns zum Leuchten bringen, zeigen werden für diese Wirklichkeit von der Auferstehung des Herrn und damit auch, wie die Heiligkeit und Kaiser und Helena uns bemühen, den Menschen mit den Zweifeln und den Sorgen unserer Zeit zu begegnen, damit auch sie den Weg finden zu Jesus Christus, zur Versöhnung mit Gott
uns. Nimm unsere Verstorbenen auf in dein österliches Leben.